Sonnenschirm, oh Sonnenschirm, du spendest sehr viel Schatten. Ich nahm dich mit mir an den Strand, wo ich dich nicht mehr wiederfand. Oh Sonnenschirm, oh Sonnenschirm, jetzt hab ich keinen Schatten. Rudolph the Red-Nosed Rentner had a very shiny nose. Er saß so lang in der Sonne, sein Sonnenbrand ist ziemlich groß. Auch an vielen anderen Stellen bellt sich seine ganze Haut. Das hat dem armen Rudolph den schönen Urlaub voll versaut. Ihr Kinderlein, gehet, oh gehet doch all. Ihr Kinderlein, gehet, das Schwimmbad ist voll. Es ist viel zu laut hier und bitte gebt Acht, wenn der dicke Lars eine Bombe macht. In der Schinkenstraße um zwei gibt's es manche Schlägerei. Zwischen Wein und Bier eskaliert es hier und dann ruft jemand die Polizei. Doch dann ist der Spaß vorbei. In der Schinkenstraße um zwei. Dreaming of a hot summer, so wie er früher immer war. Komm, wir gehen grillen, den Park vermüllen, scheiß auf die Waldbrandgefahr. Oh, I'm dreaming on a hot Sommer, so wie er früher immer war. Und wir essen Wurst, löschen den Durst mit harten Alkoholika. Viele Nacht, ich glaube, jeder hat es jetzt gespürt, der Sommer ist endgültig vorbei, jetzt hat die Sonne mal Urlaub. Aber es war ein geiler Sommer, oder? Diesen Sommer hat, glaube ich, niemand gesagt, es ist irgendwie kein richtiger Sommer. Nein, wir hatten einen richtig geilen Sommer. Wir hatten den heißesten Juni weltweit. Petrus hat jede Menge Euros in das Solarium geworfen, nur damit wir hier ordentlich Sonne hatten. Und ich war so viel an der frischen Luft, so viel. Ich hatte so viel gesunde, frische Luft, das war so gesund. Aber ich habe mich, muss ich sagen, ein bisschen einseitig ernährt. Ich habe ein bisschen viel gegrillt. Ein bisschen zu viel, weil ich war oft bei meinen Eltern und mein Vater kann nichts anderes kochen. Der hat einfach nur gegrillt. Wenn ich gefragt habe, Papa, was soll man heute essen? Da hat mein Vater gesagt, ja, wir können doch was grillen. Und ich sage, ja, wir haben doch gestern schon gegrillt. Ja, ist doch egal. Jeden Tag war das so. Was machen wir denn heute? Ja, wir können doch was auf den Grill legen. Hör mal, dann lass uns doch was auf den Grill legen, ne? Das wäre doch eine Idee. Der hat nur gegrillt, morgens schon. Hier, ich habe ein paar Eier gegrillt.
auch kiloweise Brot verbrannt. Ne? Hier, das ist lecker. Hier, das Schwarze, das ist der Geschmack. Nicht abmachen. Und mein Vater sagt beim Grillen einfach, wo es lang geht. Ne? Sonst keiner. Da ist mein Vater einfach ein Macho. Wenn der sagt, es wird gegrillt, dann wird gegrillt. Da hat meine Mutter nichts zu sagen. Soll man mal einen Salat machen? Kann man das grillen, Frau? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Mein Vater ist ja ein netter Typ. Ne? Aber wenn Männer so am Grill stehen, irgendwie, was passiert da mit denen? Da ist irgendwie, findet da so eine Rückentwicklung statt. Ne? Ich habe das schon ganz oft beobachtet. Die sind dann so fasziniert vom Feuerspielen oder so. Die verwandeln sich wieder in Fünfjährige. Ne? Oh, das heißt, guck mal, pass auf. Die haben dann auch so eine niedrige Frustrationsgrenze, ne? Wenn man dann selber dazukommt oder jemand anders kommt dazu, will auch mal was auf den Grill legen. Nein, nein, nein. Nein, ich mach das. Meins, lass, meins, mein Grill, nein. Wie ein Kleinkind, oder? Und von dem Trip bekommst du die auch nicht mehr runter. Die sind da komplett in ihrer eigenen Welt. So, Fleisch umdrehen, ja. Muss richtig auf die aufpassen, muss sich um die kümmern, ne? Wenn es so heiß ist, dass die nicht verbrennen, muss sie auch eincremen. Ne? Die denken ja nicht daran, die haben ja die Hände voll. Aber wenn dann die Mama kommt mit der Sonnencreme, dann halten sie ihr Gesicht hin. So, ja, mach schnell. Das ist für mich eins der geilsten Bilder des Sommers gewesen. Wenn so Frauen hinter ihren Männern hergelaufen sind und die eincremen wollten. Immer schön zwei dicke Flatschen, ne? Und dann komm hier, das ist wichtig jetzt. Müssen wir schön eincremen. Schön von oben, ob die bläht, ne? Richtig immer schön eincremen. Aber immer so zwei dicke Flatschen, ne? Aber niemals richtig verreiben, oder? Es muss immer so aussehen, als hätte dem Vater so eine dicke Möwe auf den Kopf geschissen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich war auch viel im Sommer zu Hause. Ich war bei Facebook viel. Ich habe mir jede Menge Videos angeguckt. Und ich hatte in meiner Timeline dieses Mal unglaublich viele so Videos von herzlosen Menschen, die bei 40 Grad einfach so ihren Hund im Auto auf dem Lidl-Parkplatz gelassen haben. Das ist wirklich das Allerletzte. Ist ganz klar. Wir sagen dazu Tierquälerei. Gut, in China sagt man Niedriggarmethode, aber... Und in den Videos ist es am Ende immer so, einer ist der große Held, der kommt vorbei, schlägt die Scheibe ein und befreit den Hund. Gut, man braucht auch eben irgendeine Aufgabe im Sommer, wenn keine WM ist, oder? Deswegen bin ich auch rumgelaufen. Ich habe jede Menge Autoscheiben eingeschlagen. Gut, bei manchen habe ich dann erst später gesehen, oh, es war nur ein Wackeldackel, der da drin war. Aber man braucht ein Hobby und Hunde retten macht doch Spaß, oder nicht? Also ich habe alle Hunde eigenhändig gerettet, in mein Cabrio gepackt und an der nächsten Raststätte angebunden. Im Schatten natürlich. Ja, hallo, das war ja wohl ein Witz. Ich habe selbstverständlich meinen Vater angerufen und der hat die Hunde dann ordnungsgemäß weggegrillt. Es ist Sommer 2017 und ich will nur in die Ferien, yeah. Doch mein Dispo hat auch Grenzen, yeah. Ja, und ich lese überall nur bleib zu Haus. Wegen Terror fällt der Urlaub aus. Ich wär viel lieber mit dem Verein auf Malle. Auf Palma de Mallorca will ich gern. Heimaturlaub ist auch Anstrengung. Im Fernsehen läuft nur Wiederholung. Das Konfekt-Abturnier ist echt nicht so mein Bier. Baby, dieser Sommer ist mein Arsch. Du und deine Jammerei sind nicht normal. Warum bleibst du hier suboptimal? Komm, wir fliegen nach Burkina Faso. Bali ist grad günstig. Ägypten ist voll preiswert, nicht normal. Schnäppchenurlaub gibt's im Südsudan. Und beim Erdo-Dings ist es genauso. Fiesta finito. Sommer gibt es nur Moskitos und nach Pommes schmeckt mein Mojito. Dieser Urlaub wird wohl nur Vergnügung. Das sag ich Sito, diesen Sommer spür ich nur Libido. Hier bleib ich weiß wie Albino und meine Figura wird wie von der Dito. Super, 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 hey. Baku, da sind billig Touristen, auf die ich echt keinen Bock hab. Nichts als Parasiten. First Class nach Roma und es heißt beim Chino. Und in der Banda noch 4-5 Fino. Ja, das kennst du nur aus dem Kino. Ja, die Party ist halt anderswo. Statt Strand hab ich nur Katzenklo. Die Welt ist eine Danger Zone. Chill lieber auf meinem Balkon. Ich hab bei uns keine Angst vor ISM oder Bang Bang. Denn im Sommer gibt es keine Weihnachtsmärkte, Date mit. Die Proleten bleiben 2017 schön vom Strand weg. Weg, 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 weg. Ihr habt Angst und ich hab nur ein Jetlag. Scheiß Urlaub zu Hause wird der Hashtag dieses Jahres.
So ist 2017, hol nicht rum und ertrag es. 2017, Sommer, Sonne, IS-Terror. Doch zu Hause bleiben wär auch Horror. Statt das Meer sehen, am Balkon stehen. 2017, Kiel statt Balearen. Statt Strand zum Tank gefahren. Statt Südsee nur Luftfüße. Schmeckt mein Mojito. Dieser Urlaub bringt wohl nur Vergnügo. Das sag ich Tito. Diesen Sommer spür ich nur Libido. Hier bleib ich weiß wie Albino. Und meine Figura wird wie von Bandito. Super, super, super. Ja, eben nicht.